Einen wunderschönen. Oh, wie sieht das denn hier aus? Guten Morgen oder Mahlzeit. Ah. Heute wird spannend. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Guten Morgen oder Mahlzeit. Hallo Flashback. Ja, was passiert heute? Ist eigentlich relativ einfach. Wir gehen durch TikTok und das erste Video, was mir so vor die Linse kommt, was irgendwas mit Kochen zu tun hat. Ja, nicht vielleicht irgendwas, aber was man eventuell nachkochen kann, das werden wir nachkochen. Ich hoffe, wenn die Technik mitspielt, dann suchen wir heute das TikTok, das Rezept aus. Dann fahren wir einkaufen. Dann kommen wir zurück. Und dann kochen wir. Ich habe hier unten, seht ihr meine Logos? Und zwar, das sind meine Vetos. Sollte jetzt ein Video kommen, wo ich meine, so, das kriege ich eh nicht hin, oder ich muss ein Vajo-Steak für 1000 Euro irgendwie kaufen, dann habe ich ein Vetorecht. Ne? Und dann kann ich mir ein Veto wegstreichen. Viermal kann ich das machen. Ich hoffe, nach dem viermal sollten die aufgebraucht werden, kommt nichts, was mich ruiniert. Also, gut, das ist soweit alles klar. Dann, okay, let's go. Das hat ja mit Kochen nichts zu tun. Also, das ist nichts mit Kochen. The fuck. Kein Problem, ich wollte eh nicht schlafen. Ah. Knoblauch. Ich glaube Tomaten. Das sieht eigentlich relativ einfach aus, aber ich will ja auch eigentlich satt werden. Machen wir das Ganze mal ein bisschen spannender. Und dann geht mein erstes Veto weg. DIY 3D Printing. Auch nichts. Filament from plastic pop. When you're spending every day on your own. Nett, aber auch nichts. Was passiert da? Drei interessante Dinge, die ich gelernt habe, seit ich mit Social Media arbeite. Erstens, in Deutschland Danke. Herrscht Impressumspflicht. Ah. I like my focaccia how I like my man. Soft inside and crunchy outside. We need a big bowl, some high quality flour, some yeast, salt, and lukewarm water. Grab a spatula and stir. There's no need to knead. What a rhyme! Call me Shakespeare. Once it's nice and elastic, give it an oil massage, refrigerate overnight, and go to bed. It's 6 p.m. Well, then get ready to party. Okay. My focaccia don't wiggle wiggle. It falls. I like to see it jiggle jiggle. Oh, sure. Then let it relax again for like 3 to 4 more hours. Wow. Ja gut, habt ihr 3 Stunden Zeit? Ja, okay. Hätte ich Bock, aber backen tue ich nur nachts. Es klingelt. Wer mag das denn wohl sein? What a rhyme. Once it's nice and elastic, give it an oil. So, da bin ich wieder. These are legitimately some of the worst food videos on TikTok because they're not really about the food at all, so much as they're literally just
carefully designed. Das habe ich heute Morgen schon mal angeguckt. Alter, das ist so eklig, aber... Oh Gott! Mir läuft hier langsam was weg. Das sieht definitiv nicht. To get views. I mean, look, they're adding... Das ist ja Sahne, was sie da reinkippt, ne? Oder Heavy Cream ist ja, glaube ich, Sahne oder... Ey. To get views. I mean, look, they're adding... Was gibt die da rein? Das ist doch schon... Das ist doch keine Heavy Cream, das ist doch... Heavy Schimmel. But they're calling heavy cream, but it's clearly like creme fraiche or sour cream. They're intentionally saying things wrong. Auch nichts zu kochen. Oma? Ah, nee, noch nicht. Hey guys, let's fill these ugly gaps in the lock. Oh shit. Das ist übrigens das, was ich meine, ne? Also, das, ich würde jetzt mal sagen, das kann ich auch ohne Veto, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich Muscheln herkriege. Aber an sich gehen die Videos immer ziemlich steil. Manchmal kommen die da rein, dann ist er halt einfach ein riesengroßes Kuhskelett und der Dude macht da irgendwie eine Suppe raus. Cool. Okay, da hätten wir jetzt Knoblauch. Und... Oder? Kriegt man irgendwo Muscheln hin? Aber das ist ja wahrscheinlich keine Miesmuscheln. Ja, tiefgefroren, ne? Könnte man irgendwo welche wegkriegen, ne? Okay, lass uns das nochmal nicht komplett verwerfen. Wir gucken mal, was da drin sein könnte. Ich brauche... Also, was auf jeden Fall drin sein... Muscheln. Na, na, da, 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 da. Muscheln waschen. Vogel ausrasten lassen. So, warte mal, Knoblauch. Wie viel hat keiner gesehen, ne? Gut. Könnte Butter sein. Aber ich sag mal so, die sind ja eher so aus dem asiatischen Raum. Die werden ja keine Butter nehmen. Oder, also klar nehmen die auch bestimmt auch Butter, aber die haben doch bestimmt, also bestimmt irgendwie so eine Paste. Na, das wird lustig im Butter oder gelbe Paste.
die, wie Butter aussieht. Deckel drüber. Ziehen lassen. Mhm. Oder war das Kokosfett? Kokosnussfett? Hier, Kokosnuss. Eventuell Kokos. Palmennuss. Öl. Vielen Dank. Gut, das Ganze auf 360 Grad erhitzen. Auseinanderpulen. Die brechen die aber, glaube ich, nur auf so. Ah, da ist es wieder. Da ist das Tofu? Das sieht ja eher so aus wie langgeschnittenes Tofu. Also da kommt auf jeden Fall Öl, Knoblauch ins heiße Öl, ja. Und da Klatsch. Aber ich glaube, das sind irgendwelche Pilze. Boah, keine Ahnung, Alter. Lauchzwiebeln, ja, hm. Das ist, glaube ich, Currypaste, oder? Ja, ich glaube Currypaste. Curry. Also, ich habe hier so eine asiatische Currypaste. Die sieht genauso aus. Brauche ich noch nicht mal kaufen. Huhu. Baste. Rühren, rühren, rühren. So, jetzt geht's nämlich los. Das wurde gar nicht gezeigt. Das ist genauso wie diese Anleitung, wenn man was malen will, Tutorials beim Zeichnen. Ja, dann machst du einen Kreis und einen Strich und dann noch die einzelnen, dann noch irgendwie so ein bisschen die Linien verbinden und puff, auf einmal ist ein Cut und das Bild ist fast fertig. Und dann so, ja, nur noch ein paar Details zufügen. Ja, fick dich, dankeschön. So, was ist das alle? Das sieht nach Paprika. Paprika. Und ach Gott, hier, wie heißt es? Das ist hier Sellerie. Sellerie. Dann die Muscheln rein. Ich weiß halt immer noch nicht, was dies. Das war wahrscheinlich Sojasauce. Stimmt, oder? Mist. Hallo? Das war zu weit. Currypaste, Muscheln, ja. Ja. Bestimmt 100% richtig. Soja, Soße. Und dann ist das Ganze schon fertig. Aber dann war das doch diese, dann sind diese Streifen nämlich doch Ingwer. Weil die hat die, was wir am Anfang gezeigt haben, die Scheiben. Das hier, diese Scheiben, hat die gar nicht da reingeworfen. Das sind einfach nur die Endstücke.
warum auch immer sie die auf den Teller gelegt hat, aber hey, schmeißt kein Essen weg, ne? Dann ist das bestimmt einfach nur klein geschnittener Ingwer. Alles klar, Ingwer. Lauchzwiebeln, bla bla bla. So, und das ist ja nur das Topic für Reis. Guck, Omi schmeckt das auch. Kinder sind glücklich. Also eigentlich ist das machbar, auf jeden Fall. Aber es steht und fällt natürlich mit den Muscheln, ob ich die bekomme. Ich sag mal, die anderen Sachen, das ist kein Problem. Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Lauchzwiebeln, Kokosnussbutter. Ich glaube, selbst das habe ich noch. Weiß ich jetzt aber nicht. Die Currypaste habe ich, Paprika, Sellerie, Sojasauce. Das scheint auf jeden Fall machbar zu sein. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich mache da mal einen großen Strich drunter. Hier, großer Strich. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein alternatives Rezept kriegen. Wo wir wirklich sagen können, alles klar, die Sachen kriegen wir auf jeden Fall in deutschen Supermärkten. Alright. Also ich habe das bis zu der Erdbutter, habe ich das gefühlt, aber... jetzt wird's... I don't know. Well, you know, yesterday surprised me. There's always hope, right? No. Ich sag mal, ich mach jetzt mal mein letztes Veto. Weil das wäre schon traurig, wenn wir die Muscheln jetzt nicht finden. Und dann mache ich nur ein Sandwich. Aber egal. Das Veto. Jetzt hoffe ich, dass da nichts Bescheidenes bei rumkommt. Aha. Where I show you cool ways to eat more beans. I can already see the trolls crawling out of their caves. Tomaten. I call this a vegan whipped feta dip, but Salz. I'm proclaiming that's what it tastes like. So you just blend up white beans with cashews, lemon juice, garlic and spices, and then prepare for your mind to be blown. I don't care if you're the biggest. Das sieht sogar richtig gut aus. Dip is about to make you a bean feast. Welcome back to Cool Beans, where I show you cool ways to eat. Das sieht sogar aktuell wirklich, wirklich gut aus. Naja. Also. Notizbuch. So. Oh, ich hab was vergessen. Oh, da müssen wir gleich nochmal zu... Ich habe da ja gar kein Like gelassen bei dem letzten Video. Warte mal. Egal, wir machen erstmal das hier fertig. Also, Cherry de Martin. Cherry Lady. Ich wusste, dass der Ohrwurm kommt. Cherry Tomaten. Falling out of their caves, as I call this a vegan. Olivenöl. Olivenöl. Ich glaube Salz. Eigentlich alles Sachen, die wir haben. Oh. Hey, hier, das Pfeffer aus. Sie hat den Pfeffer ausgelassen. Oh Gottes Willen. Pfeffer. Pfeffer. Dann weiße Bohnen. Weiße Bohnen. Cashew. Cashew. Beans with cashews,
lemon juice, garlic, and... What? Lemon juice here? Juice, blend up white beans with... Das war wieder Knoblauch, ne? White beans with cash... Knoblauch, ja, Knoblauch. Knoblauch. Lemon juice. Lemon. Zitronensaft. Citrus. Nee. Lemon juice ist auch Lemon. Bitte? Lemon ist doch Zitrone, ne? Lemon. Zitrone. Ja, ja. Zitrone. Garlic and spices, and then Zitronensaft, Zitrone. It's Mixer, oder? Ich habe einen Pürierstab. Das zählt ja fast als Mixer. Ja, stimmt ja, die Limette. Dann wird dort auch ein bisschen feucht. Ah, sie hat das vorher ein bisschen klein gestampft. Dann püriert. Verstehe. Okay, und im Grunde genommen püriert und dann die Tomaten drüber. Könntest du recht haben? Da könntest du echt recht haben. Naja. Ach. Das wird schon. ja. Ich meine auf jeden Fall, dass da irgendwie Pfeffer und Salz und was hat sie jetzt da noch? Lemon juice, garlic and spices, and then prepare. Toll, Garlic und Spices. Dankeschön. Soll ich? Das könnte Koriander sein oder. Na, herzlichen Dank. So. Das könnte alles sein. Das. Oder. Wie heißt denn das? Was keiner mag. Das kippt man doch manchmal auch in Kartoffelpüree rein. Denken. Kümmel? Ja, hier, genau. Korrekt. 100 Gummipunkte. Das könnte Muskat sein. Ich sag mal, wir nehmen Muskat. Muskat. Wonderful. Ja, und so ein bisschen Grünzeug fürs Auge, ne? Aber hat die Tomaten, hat die... Und wenn sie die in eine Auflaufform abstand, dann...
würde ich sagen, gehen die danach in den Ofen, ne? Ah, doch. Okay. Dann, ich bin ja jetzt mal fürchterlich gespannt, ob das klappen wird. Das ist eigentlich jetzt meine größte Angst. Also, wir gehen jetzt einkaufen. Wir gehen jetzt einkaufen. Das heißt, ich glaube, ich werde den Stream jetzt pausieren müssen. Dann gehe ich übers Handy online. Und melde mich dann wieder, wenn ich im Auto sitze. Das wird nicht lange dauern. Ich nehme mal einen Schluck Wasser. Das wird nicht lange dauern, aber es wird einmal kurz offline sein. Also würde ich sagen, bleibt dran. So, wir sitzen jetzt im Auto und dann wollen wir mal einkaufen fahren. Habe ich alles dabei? Mein Portemonnaie ist dabei, ich habe mein Täschchen dabei, Kopfhörer für den Laden. Ich hoffe. So, auf. Was ich natürlich nicht habe, ist Musik. Ja, cool, sind ja doch noch 2-3 Leute geblieben. Nice, das ja funktioniert. Ja, aber nur die Überschrift, was oben in der Ecke angezeigt wird. Es ging um die weiße Bombus. So, ich bin ja mal gespannt. Also, es ist nicht umsonst, dass ich heute mein blaues Hemd anziehe. Was mir eigentlich gar nicht mehr so gut passt. Aber ich habe hier eine Brusttasche und da kann ich gleich das Handy reinpacken. Und vielleicht eventuell unauffällig filmen. Und seht es mir nach. Ich glaube, ich werde. Also muss ich gleich noch überlegen. Ich weiß nicht, ob ich gleich viel reden werde im Laden. Oder ist ja natürlich auch wieder richtig was los hier. Cool. Ah. Sofort Parkplatz. Sehr schön. Geil, kann ich sogar erste Reihe parken. Wenn es knallt, noch einen Meter. Nein, ich lese sofort weiter. Ich muss gerade nur einpacken. Wuff. So. Ich guck mal gerade, ich hoffe, dass jetzt. Seid ihr noch da? Warte. Hat sich dafür ausgesprochen, dass Korea noch ein Kreuz gemacht. Mit Nordmazedonien und Albanien geführt werden. Er sagte bei seinem Besuch im stimmt. Westbalkan. Wir sind viele Fehler verstanden. Ey, ja, jetzt ohne Scheiß, ja klar, das ist Humus. Genauso wie Albanien.
Albanien haben es nicht verdient, na, dass diese ja, klar. Gespräche und Verhandlungen aufgenommen werden und nicht immer weiter verschoben werden. Hat sich der Chat weg? Bulgarien blockiert den EU-Beitrittsprozess. Show, Show Chat. Nordmazedonien zuerst bulgarische Wurzeln in seiner Sprache, Bevölkerung und Geschichte anerkennt. Scholz will im Gespräch mit Regierungschef Der Lauch ist kein Lauch. Der hat noch richtig dicke Balls. Habe ich eigentlich mal erwähnt, dass ich einkaufen hasse? Eine Möglichkeit, wo man eventuell noch Muscheln herkriegt. So. Aha, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, let's go to the mall today. Stimmt, das können wir gleich nochmal ein Paket abholen. Das ist ja praktisch. Oh, was ist das denn? Guck mal, die sind auch hier. Jetzt hier nur noch eine Bach geplatzt. Alter, was ist denn hier los? Hier was umsonst, dann nehme ich zwei. Tja, dann haben wir uns den Teil verpackt, das jetzt mal schön angeschaut. Ist kein Problem, bleibt einfach hier mitten auf der Straße stehen.
Yo, pack hier. Weißt du was, dann fahren wir jetzt hier ganz hinten. Jo. Also. Also ja, öfter im Laden Frontkamera, Backkamera gewechselt. Ja, das ist glaube ich tatsächlich einfach, ich glaube, das wurde von meinem warmen Körper gesteuert. Ich bin froh, dass der nicht einfach auf Stopp gedrückt hat. Puh. Ja, einfach mal kurz ein bisschen Klimaanlage. Ich werde jetzt mal versuchen, ich stecke euch jetzt einfach in die Tasche, ohne dass ich mein Headset benutze. Und dann mache ich den Bildschirm aus und dann dürfte eigentlich ja nichts passieren. Hoffen wir. So, Portemonnaie habe ich in der Tasche. Wir brauchen also Olivenöl und Muscheln. Olivenöl, Muscheln. Ja, keine Muscheln da, schade. Somit würde ich sagen, hat TikTok auf jeden Fall schon mal einen Punkt gewonnen. Aber ich habe eine Alternative. Anstelle von Muscheln nehmen wir Shrimps. Und ist ja eigentlich auch Fisch, ne? Oder kommt auch aus dem Meer. Und das andere Gericht, super. Das andere Gericht machen wir auch. Yay! 2 für den Preis von 1. So, dann Food Holding oder die Einkauf. Wie nennt man das? Holding? Holding? Auspacken. Wir haben jetzt anstelle für die Muscheln haben wir Garnelen. Dann haben wir Staudensellerie. Dann haben wir Lauchzwiebeln. Rote Zwiebeln. Paprika. Dann Olivenöl, Ingwer, dann eine Zitrone, Bohnen, Petersilie, Cherrytomaten, der Knoblauch, ja doch zwei, ja. Knoblauch. Kokosöl. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob das richtig ist, aber naja. Cashewkerne. Kreuzkümmel. Und Sonnenblumenöl. Für
Frittierspaß im Wok. Präsentiert von Elbenwald. Hashtag no sponsor. Ist doch ein Trick. Ja, so. Oh, wir können das Ganze natürlich ein bisschen abkürzen. Ah, sicher doch. Klar. Ich hab fast vergessen. Wir haben ja einen Nicer Dicer. Wie hartnäckig kann man sein? Ach so. Vergaß. Da muss ja noch ein Einsatz rein. Hat so ein bisschen was von Teleshopping. Und wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie dieses kleine Ersatzmesser gratis dazu für nur 132,96 €. Look at this. Beautiful. I like it. Picasso. Wahrscheinlich zu voll, glaube ich. Aber na gut. Alles klar, Kinder, passt fein auf. Jetzt kommt der Küchen-Lifehack, der dein Leben verändern wird. Der hängt irgendwo hier unten. Was macht ihr da? Hat ja super geklappt. Gar nicht. Vielleicht ist weniger mehr? Oh, das war aber Glück. Der Deckel ist langsam ab. Da kann ich sie eigentlich auch schälen. Alter. Ich will meine Finger behalten. Bitte. Geh da runter. Ach, was ist denn los mit dir? Alles Würfel oder auch Ach egal. Mach mal auch Stiele. Alles, was runterfällt, ist für den Koch. Ja, guck dir mal bitte die Balls an hier. Das ist doch kein Lauch, das ist doch... Wichtig ist, schräg schneiden, dann sieht es auch sofort fancy aus. Haben wir größtenteils alles klein geschnitten. Na, Happy Birthday. Schauen wir uns nochmal die Rezepte an. Um uns nochmal in Erinnerung zu holen, was da passiert. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze nochmal an.
Entschuldigung. Gut, Muscheln wissen wir, ne? Wir nehmen anstelle von den Muscheln. Also die hackt auf jeden Fall den Knoblauch zu Brei. Das haben wir gemacht. Das ist hier Ingwer in Streifen. Und dann hat sie übrigens auch noch 25.000 andere Sachen gemacht, aber nicht vor der Kamera. Schönen Dank dafür übrigens. So, ne? Wir haben da die Zwiebeln, den Knoblauch, ein bisschen Lauch. Das ist Ingwer, das ist der... Ich hab's! Das sind die Ingwer-Scheiben, die sie hier... Das sind die Ingwer-Scheiben, die sie hier hatte. Oh! Ingwer-Scheiben sieht natürlich jetzt blöd aus. Gehe ich jetzt erstmal von aus, ne? Oder war das Butter? Nein, das war irgendwie... Geh jetzt mal von Ingwer-Scheiben aus, weil hier ist das so faserig. Wenn man das so sieht. So, sie hat den Knoblauch und wahrscheinlich den Ingwer da reingeschmissen. Ich sehe es jetzt schon, das ist gar kein Ingwer. Das sind irgendwie Mungobohnen, keine Ahnung. Oder Tofu, ich weiß es nicht. Ich sehe hier auch nichts. Musst du rühren. Die Paste rein. Dann kommt Sellerie. Wir schmeißen nachher Öl in den Wok. Knoblauch. Ingwer. Anbraten. Dann kommen die Lauchzwiebeln dazu. Kommt Paprika und Sellerie. Ah, hier, die. Wann kam die Paste? Die muss ich mir gleich auch noch rausholen, nicht, dass ich die vergesse. Dann die Paste. Knoblauch, Ingwer, Zwiebeln, Lauch. Paste. Den Reis kann man noch nebenbei machen. Gut. Rezept Nummer 1. Das war ja das Hauptrezept, was wir ausgesucht haben. Und das ist ja Rezept Nummer 2. Also tatsächlich, was Sebastian eben schon erzählt hatte, es ist ja im Grunde genommen einfach nur Hummus, ne, selber gemacht. Ja, also da ist ja nicht viel, das ist die Cherry-Tomaten in der Auflaufform rein, bisschen Öl drüber kippen, Salz und Pfeffer, oder ja, Tomaten, Gewürzsalz ist es wahrscheinlich, ne? Ja, Salz und Pfeffer, und wenn man Spaß hat, könnte man noch ein bisschen... wie heißt es? Koriander. Nicht Koriander, Koriander. Bitte nicht verwechseln. Okay, dann ja, die weißen Bohnen, Cashewkerne, 1, 2, 3, 4 Knoblauchdinger. Ja, und dann mit dem Pürier, erst ein bisschen klein drücken und dann mit dem Pürierstab, juhu. Ich würde sagen, die Paste machen wir sogar als erstes, weil die kann man an der Seite stellen. Dann die Tomaten, zack, im Ofen, die sind dann auf sich alleine gestellt. Und dann können wir uns hier quasi an das Hauptgericht wenden. Hallo. Gut. Also das ist wirklich die dümmste Verpackung, die sie sich echt einfallen lassen hatten. Ne? Du kannst sie nicht vernünftig irgendwie anpacken, ohne dass der Deckel abspringt. Richtig bescheuert. Aber naja. Ein bisschen da. Ein bisschen da. Ein bisschen hier. Oh, schon leer. So, dann ein Stoß Olivenöl. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Ich habe das falsch rum gesagt, ne? Na ja, gut. So, was haben wir denn hier noch in der Hexenküche? So, wir haben hier nämlich noch ein bisschen Oregano. Oder Oregano. So, die können wir erstmal schon mal auf die Ofenblech. Die ballern wir gleich an. Die Zitrone kam da, glaube ich, auch rein, ne? Genau. Habe ich von krassen Kochs gelernt. Man muss jetzt die Saftzellen etwas anregen und schon mal auseinander rubbeln. Pfeffer!
schon wieder falsch gesagt. Ein bisschen Salz. Bitte Pfeffer. Ah, Öl. Öl macht alles öliger. Mene, mene, Mister. Finger. Ja, und stopp. Jetzt geht's so. Falls ihr Kopfhörer auf habt, kann ich euch empfehlen, jetzt den Computer leise zu machen. Oh mein Gott. Was? Ich glaube, das könnte was geworden sein. Also, ich finde, schauen wir mal. Also, ja, crunchy, weil halt die Nüsse nicht übelst krass püriert worden sind. Der Knoblauch ballert übelst die Schärfe. Aber ansonsten muss ich sagen, voll geil. Krass, finde ich gut. Ruhig einen guten Schuss Öl, ne? Wir wollen ja dass es richtig ballert. Hier noch ein bisschen Salz hinzu. Wir haben irgendwann mal gehört, dass Wasser und Salz kocht schneller. Vielleicht doch ein bisschen viel. Scheiße. Kacke. Jetzt war zu viel. Oh Gott, das wird hier alles so warm. Muss am Herd liegen. Ah. Ist ja nicht so, dass mir schon warm ist, aber. Alter, wie das riecht! So, wenn das blubbert, halbe Hitze. Seid ihr noch da? Hoffe. So. Dann hatten die, glaube ich. Ah ja, genau. Das. Hier riecht es jetzt ein bisschen nach Knoblauch. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Dann kommt jetzt, würde ich sagen, das hier rein.
So, ballern wir noch hinterher. Das. Und das. Ein bisschen davon. Und davon. Und last but not least. Sojasauce gleich nicht vergessen. Guckt euch mal den Reis an. Perfekte Mistero. Babene. Ja, aber ich sag mal so, kleines Resümee. Bis vielleicht auf ein paar kleinen Schwierigkeiten. Bin ich eigentlich ganz glücklich, wie das bis jetzt verläuft. Ne, klar, wenn man in so einem Laden ist, dass der Stream dann mal ausfällt oder so, weil man keine Verbindung mehr hat. Aber summa summarum bin ich ganz, ganz froh. Und vor allem, was ich wirklich cool finde, dass echt viele Leute da waren und sich deswegen einmal kurz angeguckt haben. Ne? Das ist natürlich für diese ganzen Statistiken voll geil. Weil du dann wirklich sagen kannst, ja, du hattest so viele aktive Chatter und so viele gleichzeitig, die den Stream beigetreten sind. Ne? Und das fetzt natürlich. Also hat ja im Grunde genommen eigentlich meine Aktion schon was gebracht, finde ich. Ja, quasi so vorher Werbung machen, irgendwie ein nettes Bild dazu, zwar eine Woche vorher Werbung machen. Ich finde halt, da kann man schnell den Leuten mit auf den Sack gehen. Aber gerade wenn du nur so ein Teilweise, also wenn du noch ein größtenteils privates Profil hast, wo halt viele von Freunden sind, ne? Und du dann da jeden Tag irgendwie die postest so, hey, ich gehe Sonntag live, komm vorbei, dann ist das natürlich ein bisschen, kann das natürlich ein bisschen nervig sein für die Leute. Gerade für die, die da überhaupt nichts mit am Hut haben. Nee, aber hat mir doch diese Woche einiges gezeigt, was theoretisch geht. Ne, wäre natürlich noch interessant, nachher zu gucken. Das mit den Zuschauern war cool. Wie gesagt, am Ende mal gucken, ob man das sieht, ob von den Zuschauern auch irgendwelche Leute dabei waren, die ich halt überhaupt nicht kenne. Ne? So. Das halt dann schon. Wie gesagt, ich fand, bis jetzt ist das eigentlich ein voller Erfolg. Ne, also ich kann das voll verstehen, dass man sich hier nicht hinsetzt und irgendwie jetzt sind wir bei 4,5 Stunden Stream. Das guckt sich natürlich keiner am Stück an. Umso netter und lieber fand ich das, die Leute wenigstens mal kurz vorbeigekommen oder reingeschaut haben, Hallo gemacht haben, gechattet haben. Das war echt super. Das hat mir echt super gut gefallen. Und es ist eine Win-Win-Situation. Ich habe nämlich noch was zu essen dann. So, jetzt machen wir den ganzen nämlich mal ein bisschen Sojasauce drüber. Ich weiß auf jeden Fall, dass das zum Schluss, also wenn wir gleich was gegessen haben, oder ich, denke mal, dann werde ich auch erstmal Feierabend machen, Alter. Ich bin glitschen nass, ich weiß nicht, woher das kommt, Alter. Um die ganze Zeit rumstehen, meinen zarten Körper auf meinen dünnen Beinchen
aufrecht halten, das kostet ja viel Kraft. Das sieht richtig gut aus. Ding, ding, ding. Oh, boah, das ist heiß. Aber kalt kann man ja nicht kochen. Oh, was sagen denn die Tomatoes? Dafür brauchen wir... Ah, da geht noch. Ist heiß, heiß, heiß. Aber kalt kann man ja nicht kochen. Heiß, 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 heiß. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, Fotofinish. Oh Gott, ich habe das schon bei so vielen Zügern gesehen, die das einfach in die Kamera zeigen und dann auf einmal tschüss. Hier vielleicht auch nochmal in die hochwertige. Ach, schade, ist alles zu dunkel. Aber keine Bange, wir machen natürlich, wie es sich für richtige Influencer gehört, machen wir natürlich noch ein Instagram-Foto. Ich bin so durchgesuppt, Alter. Der Spaß da auf keine Kuhhaut. Oh, das ist praktisch. Jetzt kann ich wenigstens sehen, dass keiner mein Essen klaut. Willst du hier nochmal probieren? Ich würde sagen, dann probieren wir es mal. Oh, Entschuldigung, ich glaube, hört man mich überhaupt? Ja, ne? Oh Gott. Das ist auf jeden Fall scharf. Aber schmeckt super. Ich esse das jetzt einfach mit einem Löffel. So, hier haben wir... Ich hoffe, ihr habt euch das Rezept jetzt ganz genau angeguckt. Hier haben wir das Hummus. Es ist jetzt nicht so krass cremig wie bei der Dame da. Und auch habe ich nicht so viel Öl, aber ich glaube, ich habe auch einfach die Tomaten nicht zerquetscht. Aber das wäre dann mein Ergebnis. Oh, das ist wirklich lecker. Das ist richtig lecker. Also das ist auch lecker. Ich meine... Das ist richtig lecker. Das ist richtig, richtig lecker. Mm. Gerne mehr. Ich habe ja noch mehr. So. Würde ich sagen, dann machen wir den hier mal hoch. Dann. Ihr Lieben. Sag mal so. Vielen Dank fürs Zusehen. Ansehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.